Nach ein bisschen Verzug können wir nun also weitermachen. Auf der Pole Position, da steht Lennox Litzinger. Er gewann den ersten Lauf, startet also von ganz vorne, war souverän am Ende, gut vorne mit dabei. Dann Maxim Becker in der zweiten Position vor Henry Möhring und Tiberius Müller auf 3 und 4. Julian Dümmer folgt auf Position 5 vor Marlo Violi in der dritten Startreihe, 5. und 6. Position. Pascal Knipp und Jolina Marie Schulz in Reihe Nummer 4 vor Max Mohr und Mika Gentner in Reihe Nummer 5. Die sechste Startreihe, Leon Zublik und Kimi May vor Stavros Tsotsos und Dimitar Lazarov und Lina Greif am Ende auf Position 15. Das also das Resultat nach dem ersten Lauf. Und so gehen sie dann also in Lauf Nummer 2 hinein. Die Mikropiloten, Maxim Becker, der Tabellenführer, musste jetzt gegen Lennox Litzinger erstmalig so ein bisschen Adalas geben. Da sind es nämlich jetzt nur noch 5 Punkte. Der Vorsprung von Becker auf Litzinger in der RMC Clubsport nach dem Sieg in Wackersdorf. Die beiden Läufe. Und jetzt Rang Nummer 2 bei Maxim Becker in Kerpen. Langsame Fahrt. Nun angesagt, der Spitzenreiter Lennox Litzinger gibt das Tempo vor. Ihm obliegt es jetzt, das Feld zusammenzuhalten. Und dann wird er irgendwann, sobald die Ampel ausgeht, aufs Gas treten dürfen. So kommen sie jetzt Richtung Start und Ziel. Der Spitzenreiter Lennox Litzinger, Maxim Becker, die Ampeln sind aus. Der Start ist freigegeben. Sehr guter Start von Lennox Litzinger und zieht direkt Henry Möhring mit sich. Da ist Maxim Becker ohne Chance an Position Nummer 3 zurückgefallen. Vierter dann das nächste Maranello-Kart. Das müsste dann Tiberius Müller sein. Vor Julian Dümmer und Pascal Knipp. Da sind die beiden schon wieder beisammen. Das hatten wir ja auch schon im ersten Wertungslauf. Und Maxim Becker greift direkt mal Richtung Platz 1. Von 3 auf 1. Nein, es hat nicht funktioniert. Aber zumindest die zweite Position hat sich Maxim Becker wieder zurück erobern können. Vorne Lennox Litzinger hält die erste Position weiter aufrecht. Hat das clever gemacht. Henry Möhring war Zweiter, kann den Anschluss auch noch halten. Mal sehen, wie lange das Ganze noch gut geht. Doppelt gelb geschwenkte Flaggen. Da steht einer der Piloten mit einem blauen Helm. Und das ist wahrscheinlich dann, tja, Tiberius Müller, Jolina Marie Schulz oder Dimitar Lazarov. Da steht sogar noch ein zweites Kart. Die drei sind auf jeden Fall nicht mehr mit dabei. Und Maxim Becker kämpft hier. Man will unbedingt jetzt vorbei an Lennox Litzinger. Weiß auch, dass jetzt ein bisschen Luft ist bis zur nächsten Veranstaltung. Die findet ja dann erst in Mülsen statt. 18. und 19. Juni. Der würde auch gerne als Tabellenführer dann in die Nähe von Zwickau reisen.
Mittlerweile konnte sich Lennox Litzinger befreien. Hat er jetzt mehrere Meter zwischen sich und Maxim Becker und Henry Möhring bringen können. Nach 4 Runden fuhr er auch die schnellste Rundenzeit in diesem Rennen mit 51,498. Im Bild eingeblendet der Kampf zwischen Julia Dömer und Marlo Violi. Da geht es um Position 5 in diesem Rennen. Jetzt kommt auch der Angriff. Außen herum wird es zwar schwer, kann aber vielleicht ein bisschen mehr Schwung mitnehmen, um jetzt innen rein zu stechen. Gelingt aber nicht. Es gibt für 3 Piloten eine 3-Sekunden Zeitstrafe wegen Verlassen des Korridors beim Start mit 2 Rädern. Das ist zum einen die Startnummer 33, Jolina Marie Schulz, ausgeschieden. Die Startnummer 12, Tiberius Müller, ausgeschieden. Und die Startnummer 55, und das ist Maxim Becker, das ist der zweite. Der müsste diese 3 Sekunden jetzt erstmal wieder herausfahren gegen Henry Möhring. Das sind nämlich aktuell nur 1,6 Sekunden nach 7 Runden. Wir haben gesagt, ungefähr 12 Runden sind wir im ersten Lauf gefahren. Das wird auch jetzt wieder in diesem Bereich sich bewegen. Schöner Dreikampf um Position 4. Pascal Knipp, Julian Dümmer und Marlo Violi. Auch das geht Runde um Runde weiter. Zwei Sekunden sind es jetzt zwischen Maxim Becker und Henry Möhring. Da kam gerade der Angriff von Julian Dümmer und dadurch hat er jetzt leider auch die 5. Position verloren. Denn der Angriff lief ins Leere hinein. Ist ja zu weit rausgetragen worden.
Mit ein bisschen Glück schafft es Henry Möhring tatsächlich. Die 3 Sekunden zugefahren oder zuhalten zu können. In der letzten Runde wieder 2,5 Zehntel. Es sind nur noch 7 Zehntel oder 6,5 Zehntel, die